Die Bundesregierung nimmt das mit Bedauern und sie nimmt es auch mit Unverständnis zur Kenntnis, dass 3 Journalisten aus Deutschland die Akkreditierung verweigert wurde und dass 2 gestern aus der Türkei ausreisen mussten. Für uns ist diese Verweigerung der Akkreditierung nicht nachvollziehbar. Die Korrespondenten müssen in der Türkei ihre Arbeit frei tun können. Und wir erwarten, dass die türkische Regierung eine rasche Lösung findet für die deutschen und europäischen Korrespondenten, die ja, wie Sie wissen, im Moment noch auf Nachricht warten, ob ihre Akkreditierung verlängert wird oder nicht. Das muss rasch gelöst werden. Wir haben dabei unsere Haltung sehr klar gemacht. Wir erwarten, dass deutsche Auslandskorrespondenten in der Türkei unter angemessenen Bedingungen arbeiten können. Wir haben am Wochenende auch unsere Reise- und Sicherheitshinweise dazu aktualisiert. Und wir werden uns auch weiter für die Pressefreiheit in der Türkei einsetzen und das Thema gegenüber den türkischen Gesprächspartnern ansprechen. Wofür baut und